Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus unserem Jurassic Park 1 Nachbauprojekt. Und beim letzten Mal haben wir diese Stromeinschaltszene, habe ich sie genannt, diese Bunkerszene, wo der Strom eingeschaltet wird. Die haben wir beim letzten Mal nachgebaut und haben sogar noch so ein kleines Raptorengehege hier improvisiert. Ihr habt wieder richtig viele Tipps, Hinweise und Namensvorschläge in die Kommentare geschrieben. Ich habe wirklich jeden Kommentar gelesen und habe mir alle Tipps und sowas hier auf dem Notizblock geschrieben und hoffe, ich werde die heute alle berücksichtigen können. Als allererstes war natürlich die Frage im Raum, wie viele Raptoren, Velociraptoren, denn im Jurassic Park 1 gelebt haben. Und das habt ihr mir zahlreich beantwortet. Es waren nämlich insgesamt 8 Stück. Und der große, das Alpha-Tier, das hieß auf Englisch The Big One, den deutschen Namen habe ich gerade vergessen, habt ihr aber auch in die Kommentare geschrieben, hat 5 Stück davon umgebracht. Und somit haben am Ende nur noch 3 Stück gelebt. Das heißt, wir sind mit unserer Raptorenanzahl hier komplett richtig gefahren. Also 3 war sogar die richtige Anzahl. Da bin ich sehr stolz auf mich, dass ich so gut geraten habe. Und ihr habt natürlich auch fleißig Namensvorschläge in die Kommentare geschrieben. Und was könnte passender sein als für das Alpha-Tier The Big One, haben auch einige von euch in die Kommentare geschrieben. Ist ja auch ein sehr passender Name. Ich habe übrigens hier nochmal einen neuen Velociraptor freigelassen. Mit besseren Werten, also einen modifizierten. Wo sieht man denn die Werte hier? Da. Angriffsgene und sowas. Also der ist viel, viel stärker als die anderen. Das habe ich gemacht, damit er auch den, oder sie auch den Alpha-Status behält. Nicht, dass die dann den Alpha-Status wechseln. Das wäre ja irgendwie nicht so cool, wenn dann später ein anderer Raptor auf einmal das Alpha-Tier wäre. So, der zweite Raptor. Ja, wir können sie leider nur von oben begutachten. Das tut mir sehr leid, weil die halt ein sehr waldiges Gehege haben. Oh, jetzt kommen sie vielleicht nach vorne. Na komm schon, zeig dich, trau dich. Da, cleveres Kerlchen. Jetzt ist er sogar direkt am Zaun. Haben auch mehrere Leute in die Kommentare geschrieben. Sehr gut. Und zu guter Letzt haben wir... Wo ist er denn jetzt? Meine Güte. Okay, wir gucken von oben. Ist sonst zu anstrengend. Zu guter Letzt haben wir Maximilian Herbert. Den können wir ja auch mit etwas Glück durch die Büsche so ein bisschen zu Gesicht bekommen. Obwohl der gerade sich versteckt. Da ist er. Okay. Ihr drei habt euch im Park verewigt, beziehungsweise waren ein paar mehr Leute, weil halt ein paar mehr Leute cleveres Kerlchen und The Big One in die Kommentare geschrieben haben. Dann habt ihr noch geschrieben, dass wir hier vorne den Zaun, wo die Tür ist, noch gegen einen Nichtstromzaun austauschen sollten, weil das logischer wäre. Habt ihr natürlich vollkommen recht. Macht nicht viel Sinn, dass eine Tür mit Strom versehen ist, weil dann kann man sie ja schlecht aufmachen. So ist es schon etwas besser. Finde ich sehr cool. Dann hat noch jemand in die Kommentare geschrieben, dass wir ja hier rechts vom Wald den Futterspender hinmachen könnten. Ich gehe davon aus, dass du irgendwo hier meinst. Ich verstehe auch den Gedanken dahinter, aber du siehst schon, das geht leider nicht. Da blockiert dann diese Palme und der Bunker. Es liegt einfach daran, dass hier der Rand relativ erhöht ist. Der Gedanke dahinter war, glaube ich, dass die Raptoren sich mehr in diesem vorderen Bereich aufhalten. Finde ich an sich nicht schlechte Idee. Aber du siehst schon, es geht leider nicht, weil das Terrain hier das Ganze nicht mitmacht. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, dass der Futterspender und das Gewässer hier relativ im dichten Dschungel versteckt sind. Weil so kann es dann nur ab und zu mal vorkommen, dass die Raptoren sich hier vorne zeigen. Weil im Film war es ja auch so, dass sie sich im Wald versteckt haben und dann aus dem Nichts zugeschlagen haben. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich passend und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Es gibt allerdings noch einiges zu tun für uns, aber es könnte sein, dass dies die letzte Folge wird, falls wir gut vorankommen und alles schaffen, was ich eigentlich irgendwie so ein bisschen bezweifle, weil so ein paar Szenen habe ich noch auf meiner Liste, die fehlen, aber die wichtigsten Filmszenen und die meisten Filmszenen haben wir tatsächlich schon umgesetzt. Kommen wir mal zur ersten Szene, die uns noch fehlt. Das ist natürlich diese Kletterszene mit dem Zaun. Die haben wir ja schon mal in der Planungsphase in Photoshop gemacht. Und was mich da so ein bisschen dran stört an dieser Szene, deswegen werde ich die wahrscheinlich weglassen, ist, dass die einen relativ steilen Berg hochgehen und der sehr weit oben gelegen ist, dieser Zaun. Und ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, dass das der Paramatic Fence oder sowas ist auf Englisch. Also der Außenzaun. Also der Zaun, der wahrscheinlich einmal um die ganzen Dinosauriergehege nochmal außenrum ist. So habe ich das zumindest verstanden. Ja, und ich wüsste nicht, wo ich den hinmachen sollte. Ich habe hier oben eine ganz gute Stelle gefunden. Hier ist es nämlich
relativ hoch gelegen. Hier ist auch noch Wald, den könnte ich entfernen. Also hier, dieses Stück. Und hier könnten wir den Zaun hinmachen. Das würde dann sogar einigermaßen passen, weil das Ganze findet ja sogar nach dieser Gallimimus-Wiese statt, nachdem sie hier den Gallimimus, ja, oder den T-Rex dabei zusehen, wie er hier sich ein Gallimimus snackt. Dann gehen die ja so, sozusagen wieder in diese Richtung zurück und dann irgendwann diesen Zaun hoch. Deswegen wäre diese Stelle gar nicht so verkehrt, glaube ich. Hier hätte man das auf jeden Fall machen können. Die einzige Befürchtung, die ich habe, ist, dass ich mir andere Filmszenen damit kaputt mache. Weil hier haben wir ja auch schon diese andere Szene, wo sie dann hier oben stehen und hier runter gucken. Und das Ganze wäre dann hier. Das heißt, hier würde dann noch ein Zaun oben stehen und hier Wald entfernt sein und sowas. Und ich glaube, damit würde einfach so ein bisschen die Optik kaputt gehen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich diese Szene noch bauen soll oder ob wir die weglassen, weil ich finde sie jetzt nicht so ausschlaggebend und später können wir sie jetzt auch nicht darstellen oder so, weil das halt eine Szene ist, wo die Leute rüberklettern und wir können ja eigentlich später nur Szenen darstellen, wo halt Autos zu sehen sind, weil wir halt keine Menschen steuern können. Ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, falls ihr eine Idee habt, wo wir das Ganze hin platzieren könnten. Es müsste, wenn dann, irgendwo hier bei diesem Gebiet sein, wo jetzt dieser ganze Wald hier drumherum steht. Dann kommt als nächste Szene auf meine Liste natürlich die Schluchtszene. Da haben schon viele reingeschrieben, dass die ja fehlt. Aber ich habe es ja schon gesagt, meiner Meinung nach ist es ein Filmfehler, auch wenn viele von euch das widerlegt haben und gesagt haben, das ist logisch, wird auch in Videos erklärt und so. Für mich ist es immer noch ein Filmfehler. Aber ja, darüber lässt sich halt ewig streiten. Ist ja auch letztendlich egal. Das Problem an dieser Szene ist, wir würden uns hier alles kaputt machen. Und man kann nicht wirklich steil bauen, weil das ist ja wirklich eine steile Abhang und den können wir sowieso nicht bauen. Wir können halt nur so ganz flach abschrägen. Das kennt ihr ja von Jurassic World Evolution. Also viel mehr als so geht schon fast gar nicht von der Steilheit her. Und dadurch würde einfach richtig viel Platz verloren gehen und das Ganze würde im Endeffekt nicht gut aussehen. Deswegen habe ich diese Schluchtszene einfach komplett weggelassen. Und ja, nach dieser Schluchtszene kommen sie dann ja sogar noch zu der nächsten Szene. Das ist nämlich diese Dschungelszene, wo sie auf den Baum geklettert sind, dort schlafen. Und dann von den Brachiosauren geweckt werden. Es würde sogar ganz gut passen. Ich habe mir ja schon überlegt, dass das Sinn macht. Hier sind die ins T-Rex-Gehege gegangen und dann so ein bisschen weiter, also hier lang vielleicht. Und dann waren die hier im Dschungel und konnten die Brachios sehen. Das würde dann ja ungefähr hier so hinkommen. Und da kommen sogar gerade die Brachios angelaufen. Wie schön. Also hier von der Position her könnte diese Szene doch schon relativ gut stattfinden, denke ich. Die Frage ist nur, der Weg wäre ein bisschen unlogisch, weil die eigentlich die ganze Zeit nur im Dschungel waren und hier halt zwischendrin noch hier die Strecke ist und hier wollten wir auch noch was hinbauen. Ja, ich denke mal, ich lasse das einfach weg. Ich meine, das war sowieso einfach nur Wald und wir, ja, interpretieren einfach mal daraus, dass die sich irgendwo dann hier aufgehalten haben. Viel mehr kann ich da eh nicht bauen und von den Brachiosauren ist das ja auch relativ passend jetzt gerade sogar. Finde ich nicht schlecht. Und ja, damit ist für mich diese Szene auch abgehakt. Falls ihr andere Ideen habt, gerne damit in die Kommentare. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Szene. Das ist die Szene, wo Dennis Nedry, der fiese Hacker, der den ganzen Park manipuliert hat, ja, die Proben klaut und von der Insel fliehen möchte. Viel sieht man da gar nicht über die Straßenverläufe und was sich da so alles befindet, weil es ist mega am Stürmen, es ist dunkel und die Filmszenen sind immer relativ nah rangezoomt. Deswegen kriegen wir gar nicht viel Infos, wie das Ganze dann letztendlich aussieht. Er wird auf jeden Fall, er fährt sich fest im Schlamm, wird dann von dem Dilo überrascht und dann letztendlich auch von dem Dilo gesnackt. Man sieht aber noch ganz gut eine Szene, die blende ich jetzt mal für euch ein. Da ist so ein Tunnel, der zum East Dock führt. Dieses East Dock-Schild, das haben wir tatsächlich sogar in Jurassic World Evolution, das kann ich euch einmal zeigen. Das haben wir nämlich hier. Ost Dock Wegweiser. Das heißt, wir könnten noch versuchen, diese Szene irgendwo darzustellen. Also ich denke mal, zum East Dock geht es dann wirklich durch diesen Tunnel unterirdisch. Deswegen würde es fast am meisten Sinn machen, wenn wir irgendwo diesen Tunnel am Rande des Parks platzieren würden. Allerdings wird das gar nicht mal so einfach. In der Nähe des Dilo-Geheges würde sogar, hier ist das Dilo-Gehege, würde sogar relativ viel Sinn machen, weil er halt auf einen Dilo trifft. Und ich glaube, wenn die ausgebüxt sind, dann wären die nicht mega weit gelaufen. Das heißt, hier diese Parkränder. Das macht aber vom Wegverlauf nicht viel Sinn, ne? Ich glaube kaum, dass er hier irgendwo lang gefahren ist. Ja, die Ränder sind leider alle mega belegt.
Hier ist die Jurassic Park-Tor-Szene. Dann geht es hier direkt zur Dilo, zum Dilo-Gehege. Dann geht es hier durch diesen anderen Tunnel. So haben wir ja vorhin schon, oder so haben wir ja schon mal einen Tunnel dargestellt. So würde ich das in bei der Szene auch machen, nur dass halt der Tunnel am Parkrand dann sozusagen endet. Ja, ich bin mir da sehr, sehr unsicher, wo wir das Ganze hinmachen könnten. Hier ist noch relativ viel Platz am Parkrand, aber es macht auch keinen Sinn. Im Triceratops-Gehege ist, denke ich, relativ unlogisch. Ja, hier ist das Gallimimus-Gehege. Hier ist die große Brachiowiese. Was vielleicht noch in Frage kommen würde, wäre, hier diesen Tunnel hinzumachen. Hier haben wir auch einen relativ großen Wald, dass man hier irgendwie hinten noch so eine Abzweigung macht und hier geht es dann zum E-Stock sozusagen raus. Das könnte man überlegen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir das Ganze weglassen, diesen Tunnel zum E-Stock, oder ob wir den noch irgendwo hinmachen sollten. Falls ja, schreibt mal rein, was ihr am besten findet, also wo man den hinmachen könnte. Ich werde ihn jetzt erstmal nicht planen, weil ich die Szene für den Film jetzt auch nicht ausschlaggebend finde. Man sieht halt einmal nur ganz kurz ein Bild, dass es da zum E-Stock geht, aber viel mehr wird darüber gar nicht verraten. Und viel mehr Filmszenen fehlen uns, glaube ich, gar nicht. Also ich habe das vorhin noch einmal so durchgeskippt, den Film. Das sind eigentlich sonst nur noch Szenen, die wirklich in Gebäuden stattfinden und sowas können wir halt nicht darstellen. Deshalb, glaube ich, haben wir den Film schon von den Szenen her relativ gut abgearbeitet. Natürlich fehlt noch sehr viel Detailarbeit und hier so ein bisschen Gestaltung, gerade auch von den Besuchergebäuden und Hotels und sowas. Da haben wir noch hier relativ viel Platz. Eigentlich dieser gesamte Bereich hier vorne, das hier alles, das können wir noch gestalten. Aber da können wir uns auch so ein bisschen frei austoben, weil man das Ganze halt im Film nicht wirklich sieht. Aber ich möchte jetzt erstmal mich darum kümmern, dass wir hier die richtigen Dinosaurieranzahlen haben. Es hatte mal jemand in die Kommentare geschrieben, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, der hat das letzte Mal auch reingeschrieben, hat sich sogar bedankt dafür, dass ich mich an seine Sachen halte. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du es reingeschrieben hast. Wie viele Dinos von jeder Art so vorhanden waren im Jurassic Park? Zum ersten hat er geschrieben 5 Brachios. Wir haben 4 Stück davon, das heißt, wir müssen noch einen weiteren freilassen. Und du hast noch geschrieben 15 Parasaurolophus. Davon haben wir 1, 2, 3, 4, 8 Stück momentan. Das heißt, wir müssten noch weitere 7 Paras freilassen. Das mache ich auch mal eben. Das ist jetzt der Standard-Skin. Allerdings ist der natürlich auch verändert durch die Mod. Wir haben ja diese Jurassic Park Expansion Pack Mod, heißt sie, glaube ich, installiert. Und die verändert ja eigentlich alle Skins in die Jurassic Park Skins. Ich weiß jetzt nicht, wurde der Standard-Skin geändert? Ja, definitiv. Ist auf jeden Fall anders. Das Problem ist, glaube ich, im ersten Jurassic Park Teil sieht man den Parasaurolophus nur von sehr weit weg. Und deswegen kann ich euch gar nicht sagen, wie er jetzt im Original aussah. Für mich sah er aber immer so ein bisschen beiger aus. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Hier sieht er nämlich sehr grünlich aus mit so einem paar roten Streifen. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Aber ich weiß nicht, ob ich zu 100% von dieser Mod überzeugt bin. Ich finde irgendwie, die Körperform sieht hier von dem Para auch ein bisschen komisch aus. Der wurde ja auch abgeändert. Das sieht so unförmig aus. Kann gut sein, dass ich die Mods nochmal so ein bisschen überarbeite, wenn ich dann den Park fertig habe. Weil später in der Aufnahme, wenn ich dann den Film nochmal so nachspielen will, soll ja alles perfekt sein. Schauen wir mal zum Vergleich diesen Skin hier an. Oh, ich glaube, der kommt mehr an das Original ran, der 1997er. Ich habe ja vorhin auch schon so gesagt, dass ich die so ein bisschen beiger in Erinnerung habe oder hatte. Ja, ich glaube, ich werde eher hier diese 1997er Skins freilassen. Davon brauchen wir halt gleich noch 7 Stück, die brüte ich gleich mal aus. Aber erstmal lassen wir jetzt gemeinsam den 6. Brachio frei. Den anderen werde ich dann gleich wieder verkaufen mit dem anderen Skin da. Denkt auf jeden Fall daran, alle Dinos, die ich jetzt freilasse, dafür könnt ihr auf jeden Fall noch Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Sind jetzt so die letzten Chancen, wo man sich verewigen kann in meinem Park. Ach schön. Guck mal, er will auch Aufmerksamkeit. Er brüllt hier sogar. Ja, tut mir leid, du bist gerade nicht im Mittelpunkt, Para. Ach, wie schön. Okay, dann haben wir den. Ich mache nochmal eben die 7 Paras fertig und dann sehen wir uns wieder. Und da kommt soeben der letzte Para hier aus der Brutstation. Diese 7 neuen Paras, die ich hier schon nebenbei ein bisschen betäube,
Die suchen natürlich auch noch schöne Namensvorschläge von euch. Also wenn ihr gute Ideen habt oder selbst verewigt werden wollt in meinem Park, schreibt gerne einen Kommentar mit eurem Namen, einem Namensvorschlag oder wie auch immer. Ich bringe die mal alle hier entspannt rüber. Und ich weiß gar nicht, ob uns noch Dinosaurier fehlen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich noch später so ein paar Kompis oder so in den Park mache. Oder, ja, mal schauen. Also im echten Jurassic Park, laut diesem Plan, waren ja sowieso noch richtig viele andere Dinosaurier da. Segisaurus und was weiß ich, wie sie alle heißen. Also waren wirklich viele. Habe ich jetzt alle betäubt? Ich glaube schon. Wir müssen nämlich gleich anfangen. Das ist nämlich das nächste Ziel. Hier alles zu plätten, was provisorisch ist. Also diese ganzen Ranger-Stationen und Brutstationen. Und dann fangen wir nämlich an, hier das Ganze endlich mal vernünftig zu gestalten. Das ist ja so ein bisschen der Mittelpunkt von dem Park. Der ganze Besucherbereich. Hier vorne müssen wir auch noch das Ganze gestalten. Haben also noch so ein bisschen Arbeit vor uns. Was mir vorhin mal aufgefallen ist, schaut euch mal dieses Ranger-Gebäude an. Hier sind so Solarplatten, dann schaut mal hier die Türme, hier ist ein Geländer. Jetzt gehen wir mal zur nächsten Ranger-Station. Sieht einfach anders aus. Ich wusste das gar nicht, dass es davon zwei Models gibt. Finde ich total interessant, ist mir vorhin durch Zufall aufgefallen. Und das liegt auch nicht daran, dass diese hier nicht mit dem Weg verbunden sind. Das habe ich vorhin nämlich auch getestet. Ich habe hier nämlich auch den Weg weggemacht. Also es gibt wohl anscheinend zwei verschiedene Modelle davon. Ich finde das hier eigentlich ein bisschen cooler, muss ich sagen. Es hat auch so einen größeren Turm. Seht ihr das? So ein ganz anderes Turmdach und sowas. Da müssen wir auf jeden Fall mal drauf achten. Habe jetzt noch vorher gespeichert, sicher, sicher. Jetzt können wir alles abreißen, was provisorisch war. Das ist relativ viel. Die ganzen Ausbrütstationen. Falls uns jetzt noch ein Dino einfällt, den wir brauchen, haben wir natürlich ein Problem. Ach so, was mir auch noch auffällt. Wir haben ja hier noch Jeeps teilweise rumstehen. Ah, die werden leider auch verschwinden, sobald ich die Ranger-Station, glaube ich, abreiße. Müsste eigentlich der Fall sein. Keine Sorge, die Namen werde ich dann später wieder übernehmen, weil ich werde ja später wieder Ranger-Stationen bauen, die dann auch an der richtigen Position hoffentlich bleiben können. Die müssen wir dann natürlich auch einzäunen irgendwie, weil die Jeeps sollen ja stehen bleiben. Sind die Jeeps jetzt weg? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Aber die Leute, die sich hier verewigt hatten mit Namen, ich werde gleich die neuen Jeeps, die dann da sind, wieder genauso nennen. Also keine Sorge. So, wir haben jetzt hier relativ viel Fläche geschaffen, die wir noch bebauen können. Finde ich ganz cool. Hier vorne, ich weiß gar nicht, lasse ich die Strecke später so? Die kann ich ja auch noch hier abändern, die Strecke, je nachdem, wie wir hier jetzt bauen. Aber ich denke mal, ich werde hier vorne anfangen zu gestalten. Hier ist das Ganze ja auch noch nicht so fertig gestaltet. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich aus dieser Sicht hier nichts ändere. Weil das ist ja momentan relativ nah an dem dran, was wir haben wollen. Hier hinter können wir natürlich auch noch ein paar Bäume und so machen. Das hat man im Film auch gesehen. Hier ist der Ankunftsort. Den möchte ich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen umpositionieren, weil der steht nicht so mittig. Aber die Position an sich finde ich gar nicht so schlecht da hinten. Finde ich eigentlich ganz cool. Müssen halt immer schauen. Mache ich hier noch Gebäude hin? Ich glaube eher nicht. Nee. Würde, glaube ich, so ein bisschen das Gesamtbild schädigen. Ich muss halt immer aufpassen, dass die Filmszenen, die ich schon nachgebaut habe, nicht zerstört werden durch irgendwelche Sachen, die im Hintergrund stehen. Und das ist halt momentan so das, worauf ich am meisten achten muss. Ich glaube, ich mache hier... Ich mache das hier wirklich möglichst mit gleichem Abstand in diese Rundung, die ich ja hier eh schon geschaffen habe. Ja, so sieht, glaube ich, ganz gut aus vom Winkel. Das ist ganz cool. Hier unten geht dann auch noch die Strecke lang. Ich versuche hier mal den ein oder anderen Baum noch unterzukriegen. Komm schon, gib mir Bäume. Sieht das super aus. Und noch ein paar Bäume. Wollen ja nicht, dass er später so kahl hier aussieht. Das ist doch schön. Wie mache ich das denn hier am besten? Ich mache hier unten noch. Könnt ihr auch noch nachher beleuchten, die Strecke und sowas an einigen Stellen. Wäre, denke ich mal, auch sehr interessant, wenn man später die Fahrt dann abfährt. Ich glaube, ich mache hier aber auch relativ viele Palmen noch später hin. An diese ganzen Stellen. Und vielleicht können wir jetzt hier erstmal noch so einen schönen Felsen hinmachen. Ja, gefällt mir ganz gut.
Schöne ist, ich kann mich jetzt wirklich einfach so ein bisschen austoben, wie ich möchte. Weil man halt das, alles, was ich jetzt bebaue, sind eigentlich Filmszenen oder Szenen, die man im Film nicht wirklich sieht. Cool, wir können sogar außerhalb einen Baum platzieren. Wie nice. Mega Glück. Oder auch oben auf dem Berg sogar. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Ist aber schön, dann können wir das da oben nochmal so ein bisschen begrünen zumindest. Haben wir noch mehr als einen Baum hin? Nee, leider nicht. Aber es muss auch nicht so übertrieben begrünt sein. Wie würde das denn aussehen, wenn ich hier so einen Zaun noch ziehen würde? Ich glaube, der ist, glaube ich, ganz cool sogar dafür. Hier so schön am Rand entlang bei den Klippen. Ja, was heißt Klippen? Das ist echt schade, dass man keine richtigen Klippen bauen kann. Vorne pinsel ich dann nochmal ein bisschen steinmäßig an. Aber das sieht doch schon besser aus. Ja, das gefällt mir besser. Dann einfach so ein paar Büsche dahin oder sowas. Palmen können wir später bei den Hotels und sowas machen. Das wird, glaube ich, ganz cool aussehen. Eine Palmenanlagen. Ich bepflanze hier mal ordentlich mit diesen schönen bunten Blumen. So, ich denke mal, wir machen hier eine direkte Wegverbindung vom Eingang zur Jurassic Tour. Dann kommt man im Park an und kann direkt zur Jurassic Tour. Was natürlich auch noch wichtig ist, was ich immer wichtig finde an Eingängen, ist ja meistens so bei Parks, Toiletten. Das ist immer so das erste oder die erste Anlaufstation, die man mitnimmt, egal in welchen Park man geht, gefühlt. Ich glaube, dann werde ich das hier mit den Wegen auch nicht so kompliziert gestalten. Irgendwie ist das bei diesen Gebäuden auch ein bisschen komisch mit den Wegen. Und dann mache ich das einfach hier direkt gegenüber und direkt an den Weg ran. Und dann schauen wir uns das mal an. Zerstöre ich mir hier auch das Bild nicht so ganz. Wird hier dann eher so noch eine schöne Palme daneben packen. So. Und vielleicht noch ein bisschen hier mit Grünzeug arbeiten. Ich brauche aber noch ein weiteres Gebäude dahin. Vielleicht machen wir doch noch so ein Jurassic Café dahin. Direkt an den Weg, ja. Dann lassen wir hier den Weg abgehen. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet. Hat jetzt eine bisschen interessantere Wegeform und jetzt sind auch die Abstände von den Läden ein bisschen besser geworden. So finde ich es ganz cool. Hier ist so eine Verbreiterung. Hier um die Ecke so eine kleine Schräge. Hier eine Palme. Was natürlich noch fehlt, ist die Wegverbindung hier zum Besucherzentrum. Aber die werde ich gar nicht machen, weil im Film sieht man die auch noch nicht. Normalerweise wäre hier wahrscheinlich auch noch vorher so ein Asphaltweg oder sowas. Aber im Film ist das Ganze ja noch nicht fertig. Also da sieht man ja auch, dass hier noch so Baugerüste und sowas sind. Deswegen werde ich das jetzt einfach so lassen, weil ich will es ja später so film- oder detailgetreu wie möglich haben. Also so wie im Film möglichst darstellen. Und ich denke mal, wir fahren am besten damit, wenn wir es einfach so lassen. Weil dann können wir die Filmszene, denke ich mal, am besten nachstellen. Ich glaube, ich mache hier mal so einen kleinen Zaun hin. Hier wird gleich nämlich die Strecke entlang geführt. Dann bauen wir mal die Hotels. Davon will ich auf jeden Fall einige haben. Wir könnten ja sogar die Jurassic World Gebäude nehmen, aber die machen halt nicht viel Sinn. Die Hotelanlagen finde ich richtig cool in dem Jurassic Park Style. Fallen mir richtig gut. Ich möchte, glaube ich, 4 Stück davon. Ich werde die versuchen, relativ gleichmäßig zu platzieren, von der Ausrichtung her. Das ist dann alles nicht so schlimm. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn es gleich fertig ist. Oh, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die weiteren Hotels, wo könnte ich die denn dann hin platzieren? Ich könnte auch noch hier vorne eins hinmachen vielleicht. Oder einfach hier noch eins hin. So 3 Stück machen, das wäre, glaube ich, auch in Ordnung, ne? Müssen ja nicht unbedingt 4 machen. Könnte man halt auch überlegen. Und hier den Platz nochmal versucht zu nutzen. Und dann könnten wir hier nochmal so eine Reihe Gebäude für die Gäste hinmachen. So, ich würde hier ganz gerne eigentlich auch noch mit Wasser arbeiten, muss ich sagen. Könnten wir hier auch statt Gästeanlagen auf diese Gerade zu machen, so ein kleines Gewässer entlang machen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Wird schon ziemlich idyllisch werden hier, glaube ich.
man hier nochmal ein bisschen die Wege ein bisschen schöner ausschmückt und so. Das sind halt alles so Feinheiten, die werde ich, denke ich mal, alle jetzt nicht im Video machen. Das sind halt alles so ein paar Grundrisse und Grundplanungen, die ich hier gerade mache. Aber es geht schon in eine sehr gute Richtung, denke ich. Wir müssen auch noch überlegen, also wir haben sogar noch voll viel Platz hier, schaut mal. Vielleicht brauchen wir gar nicht so eng hier bauen. Also wir haben echt noch richtig viel Platz hier, das hätte ich gar nicht gedacht. Wobei wir brauchen auch noch so ein paar Anlagen, die wir später so brauchen, ne? So ein Kraftwerk vielleicht könnten wir noch irgendwo hinbauen. Und wir brauchen natürlich auch noch 3 solche Ranger-Stationen irgendwo, die wir auch einzäunen. Könnten wir auch überlegen, ob wir die irgendwo hier im Hintergrund einfach einreihen. So, und dann daneben zäunen wir die ein und dann haben wir unsere 6 Jeeps, die wir dann an bestimmte Stellen verteilen können. Hier muss ja ein Jeep stehen beim Triceratops-Gehege. Dann will ich, dass hier so ein paar Jeeps stehen auf dem Parkplatz. Vielleicht kann ich da hinten auch nochmal so einen schönen Parkplatz bauen. Das wäre auch cool. Und ich möchte unbedingt, dass hier 2 Jeeps stehen. Am Eingangsbereich, da wo diese Eingangsszene ist. Das Problem ist allerdings, dass ich jetzt leider keine Zeit mehr habe, weil ich jetzt zur Arbeit muss. Ich glaube, die Folge wird relativ kurz sein, wenn ich sie dann fertig geschnitten habe. Aber ich denke mal, das ist gar nicht weiter schlimm, weil eigentlich hätte ich ja so geplant, dass wir jetzt nur noch diese Folge machen und dann sind wir fertig. Aber ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, dass wir jetzt nicht fertig geworden sind, weil dann könnt ihr nochmal Tipps, Hinweise und sowas zu den ganzen Fragen, die ich euch vorhin gestellt habe, in die Kommentare schreiben. Und dann kann ich die in der nächsten Folge nochmal umsetzen. Ist, denke ich, keine schlechte Sache. Ich hoffe, das Video hat euch sehr viel Spaß gemacht und gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.